Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, Freunde, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, heute auch wieder. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter der gerade gesagten und auch bekannten Telefonnummer 0800 220 5050. Der erste Mensch, der heute Nacht hier bei mir in der Sendung ist, ist eine Frau. Und sie heißt Sarah und ist 22 Jahre alt. Hallo, Sarah. Hallo. Ja, hallo, Sarah. Um was geht's bei dir? Also, mein Freund hat mich heute angerufen und mir gesagt, dass er AIDS hat. Oh. Ja. Wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre jetzt. 2 Jahre. Und er ruft dich so einfach an und sagt, dass er HIV-positiv ist? Ganz genau. Und was hat er weiter gesagt? Also, es war so, er war im März in Thailand. Also so wie der mir das. Also ich weiß, er war in Thailand und Er hat mir halt erzählt, dass er dort ungeschützten Verkehr mit einer Prostituierten hatte. Hat er das damals schon erzählt oder heute? Nee, das hat er mir heute erzählt. Na toll. Und dann kam er halt zurück und die Sache ist halt die, wir hatten halt natürlich ungeschützten Verkehr, halt ohne Kondom. Und er meinte zu mir, es wäre das Beste, wenn ich mich mal testen lassen würde. Sag doch mal so ganz locker flockig dahin. Es wäre das Beste, wenn du dich auch mal testen lassen würdest. Also, was ist denn das für ein Typ, der dir das so übers Telefon sagt? Ja. Das sagt man doch nur wirklich nicht. Das ist doch nur so eine gravierende Nachricht. Also nochmal nachträglich gefragt, ist er sich ganz sicher? Hat er alle Untersuchungen machen lassen und es ist definitiv so? Ja, er hat heute den Test irgendwie abgeholt oder so. Da stand halt drin, dass er HIV-positiv ist. Ja. Ist es der erste Test gewesen, weißt du das? Normalerweise, wenn man das vermutet oder wenn der erste Test so ausfällt, sollte man ja vielleicht nochmal einen machen? Die Sache ist die, wir haben auch nicht wirklich lange geredet. Ja. Also, er hat mich sozusagen vor vollendete Tatsachen gestellt. Das finde ich unglaublich. Bist du nicht auch sauer auf den? Ich bin alles. Ich bin sauer, ich hasse ihn im Moment, ich bin unendlich traurig, er ist mir fremdgegangen, das wusste ich nicht. Er ist ja ungeschützt fremdgegangen. Er hat es dir hinterher nicht erzählt, dass er dir fremdgegangen ist und er hat es dir nicht erzählt, dass er ungeschützt fremdgegangen ist. Und dann hat er nicht mal die Traute und das Rückgrat, dir persönlich das ins Gesicht zu sagen, was nun geschehen ist und ruft dich ganz einfach an. Wohnt der bei dir in der Gegend? Wir wohnen in derselben Stadt. Ihr wohnt in derselben Stadt. Das wäre also gar kein Ding gewesen, dass man sich trifft. Nee, überhaupt nicht. Und dann war es auch noch ein ganz kurzes Telefonat. Ja. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch irgendwie nicht wirklich Lust, weiterzureden. Das musste ich erstmal sacken lassen. Verstehe ich. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich nicht infiziert habe. Ja, also ihr hattet definitiv auch und öfter ungeschützten Geschlechtsverkehr. Ja, also wir hatten natürlich verhütet, also ich habe die Pille genommen, aber ich bin seit 2 Jahren mit ihm zusammen. Ich würde niemals auf die Idee kommen, dass er mich jetzt so halt infizieren könnte. Er ist zwar mein erster Freund und Also das ist alles schrecklich, finde ich. Und das wirft ein ganz übles Bild, finde ich, auf deinen Freund. Ja. Aber damit ist dir jetzt im Moment ja auch wenig geholfen. Jetzt musst du erstmal so schnell wie möglich zum Arzt gehen und auch einen Test machen und dich untersuchen lassen. Ja. Das ist das allererste, was du tun musst. So, und dann ist die Frage, wie verfährst du weiter mit dem? Ihr seid 2 Jahre zusammen, muss man sich ja mal vorstellen. Da wächst ja eine ganze Menge von Vertrauen und da ist man ja nah beieinander und das wischt man ja auch nicht einfach so weg. Ja. Wie kam das denn überhaupt, dass der alleine nach Thailand gefahren ist? Ja, also er ist halt so ein extremer Asien-Fan und damals hat sich das nicht ergeben. Also ich wollte einfach nicht mitfliegen und ich habe ihm natürlich auch sehr vertraut und ich habe gesagt, ich fliege alleine, das ist gar kein Thema. Und also damals hat sich das einfach nicht für mich ergeben, weil ich halt auch arbeiten musste und so. Verstehe. Hat er eigentlich jetzt so auf gerade wohl sich mal testen lassen, weil er ein schlechtes Gewissen hatte? Weißt du auch nicht. Oder warum hat er sich testen lassen? Ich kann dir das nicht erklären, aber er hat sich wahrscheinlich wohl irgendwann mal gedacht, ich hatte wohl ungeschützten Verkehr mit einer Prostituierten. Wie weiß man, wenn ich mich testen lasse? Keine Ahnung.
Also, du gehst so schnell wie möglich zum Arzt. Das vereinbaren wir jetzt schon mal. Ne? Ja. Musst du ja. Muss ich. Musst du. Aber jetzt das andere Thema. Wie planst du, wie denkst du, was für ein Gefühl hast du, wie du dich jetzt ihm gegenüber weiterverhalten willst? Also, er hat heute noch mehrmals angerufen. Ich bin nicht rangegangen. Mhm. Also ich bin auch, also wenn ich im Moment an ihn denke, also ich weiß nicht, also mir wird auch wirklich unglaublich schlecht. Ich kann mir das nicht erklären. Mhm. Das ist so doch, schlimm. Doch, verstehe ich aber. Ging ihm ja auch so. Ja, ich weiß absolut nicht, wie ich ihm gegenüber treten soll. Mhm. Wenn er jetzt vor meiner Tür stehen würde, ich würde ihn wahrscheinlich gar nicht aufmachen. Mhm. Keine Ahnung. Im Moment ist einfach alles blockiert und alles zu in dir, ne? Ja. Ja, es ist Wut, das ist auch völlig berechtigt, dass du da wütend bist, dass du da vollkommen sauer bist auf den. Ja. Und ich weiß auch nicht, wenn so etwas passiert ist, ob sich das überhaupt irgendwie nochmal einrenken lässt. Ich weiß es nicht. Also ich glaube auch nicht. Also wenn es wirklich so sein sollte, dass ich infiziert bin, mein ganzes Leben ist doch zerstört. Mhm. Also ich wollte Familie, ich wollte Kinder, das kann ich natürlich jetzt alles schmeißen. Jetzt lass uns mal die Möglichkeit durchspielen, die ich dir wirklich sehr wünsche, dass du nicht infiziert bist. Aber wahrscheinlich kannst du das im Moment auch noch gar nicht sagen, wie du dich dann gegenüber ihm verhältst. Eigentlich ja. Kann man. Nee, also im Augenblick, der Stand der Dinge ist für mich, ist es definitiv vorbei. Mhm. Also definitiv, also mit so einem Menschen möchte ich auch nichts zu tun haben. Also er hat mich nicht nur belogen und betrogen. Also es ist ja eine gravierende Sache. Also wie kann man das so lange mit sich rumschleppen? Mhm. Er hat mir ja noch nicht mal gesagt, dass er sich testen lässt. Mhm. Also all diese Dinge, er hat ja noch nicht mal, den Verdacht hat er ja noch nicht mal geäußert. Ja, also er hat einfach angerufen und gesagt, ja, es wäre mal nicht schlecht, wenn du dich jetzt auch mal testen lassen würdest. Ja, es geht ja weit über das Fremdgehen hinaus. Ja. Es kann ja sein, dass der Schuld daran trägt, dass deine Gesundheit zerstört ist. Ne? Ganz genau. Das kann natürlich sein. Ich würde sagen, wenn dir jetzt erstmal der Sinn nicht danach steht, dich mit dem auseinanderzusetzen, dann mach wirklich die Schotten dicht. Ja. Und wenn du irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen ein bisschen wieder klarer bist, dann kannst du dich ja mit ihm treffen und ihm das vielleicht alles auch nochmal richtig knallhart ins Gesicht sagen. Also ich kann das nur von mir aus sagen. Ich glaube, dass das, wenn ich jetzt in deiner Rolle wäre, in deiner Situation wäre, da wäre für mich auch das Vertrauen total kaputt. Und das würde wahrscheinlich auch bedeuten, nie mehr zusammen sein. Ja. So, jetzt drücken wir dir wirklich die Daumen, Sarah, dass du gesund bist und dass der Kelch an dir vorbeigegangen ist. Ich wünsche es dir wirklich von ganzem Herzen und drücke meine Verachtung deinem Freund nochmal heftig aus, aber ganz heftig. Ja. Das, was er gemacht hat, ist wirklich unter aller nur denkbaren Kategorie. Du gehst so schnell wie möglich zum Arzt. Ja, ich schätze mal direkt morgen. Wenn du ein Ergebnis hast, mailst du mir mal bitte. Ja, klar, das kann ich machen. Ja, das möchte ich wirklich gerne wissen. Ich gucke die Mails ja auch immer durch und kriege die wichtigsten aussortiert und dann weiß ich zumindest Bescheid. Alles klar, okay. Das werde ich machen. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Tschüss. Daniel. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben heute eine freie Themennacht. Morgen heißt unser Thema, das ist die letzte Chance. Vielleicht habt ihr jemandem eine letzte Chance gegeben oder vielleicht hat euch jemand eine letzte Chance gegeben. Oder es gibt vielleicht habt ihr eine bestimmte oder schwere Krankheit, wo ihr sagt, das ist jetzt die letzte Chance für mich, vielleicht um zu leben, um zu überleben, wenn ich das und das mache. Also Thema morgen, das ist die letzte Chance und ihr könnt auch nachlesen noch zu dem Thema unter www.domian.de. Hier ist Gerda. Gerda ist 50 Jahre alt. Hallo Gerda. Hallo? Jo, hallo Gerda. Ja, hallo Domian. Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, ich habe einen schwerkranken Mann, der ist seit einem guten Jahr schwerkrank, der ist im Auto tot zusammengebrochen vor einer roten Ampel. Bis wir ihn nach 8-mal Reanimation wieder hatten, sind ungefähr 20 Minuten vergangen, schätzungsweise. Was war passiert? Herzstillstand oder? Also was es genau war, weiß niemand. Ich habe jetzt gelesen, Kammerflimmern. Ich kenne mich mit diesen Dingen auch nicht so aus. Es ist auch mir im Grunde genommen fast völlig egal, was es gewesen ist. Was für mich wichtig ist, ist sein jetziger Zustand. Er hat dann vor 4 Wochen eine ganz schwere Lungenentzündung gehabt, wo man mich vor die Entscheidung gestellt hat,
künstliche Beatmung oder nicht. Mhm. Ich habe dann mit meinem Hausarzt gesprochen, weil ich das nicht alleine entscheiden wollte. Und der hat mir geraten, diese künstliche Beatmung nicht durchführen zu lassen. Mhm. Dann hat man mir im Krankenhaus gesagt, die Alternative ist, wenn ich es nicht machen lasse, wird er sterben. Mhm. Und es ist für ihn eine Quälerei, dass er da so liegt, weil sein Verstand, sag ich mal, noch da ist. Ja, das heißt, er ist auch noch bei Bewusstsein. Ja, er ist bei Bewusstsein. Er kann sprechen auch? Er kann sprechen, ich kann ihn jetzt aber nach dieser Lungenentzündung nicht mehr verstehen. Mhm. Er spricht, aber ich... Das heißt, er könnte selbst auch noch entscheiden, ich will Sauerstoff oder ich will keinen Sauerstoff? Das könnte er entscheiden und ich weiß aus der Vergangenheit, also wir kennen uns erst 5,5 Jahre, mhm. Dass er das nicht wollen würde. Und das weiß der Hausarzt auch. Mhm. Der kennt ihn schon sehr lange und der hat auch gesagt, also er hätte das selber auch nicht gewollt. Wenn der Verstand noch klar ist und er sich irgendwie mitteilen kann, auch nicht mehr so richtig sprechen, könnte man ja versuchen, dennoch ihn das zu fragen. Er könnte ja vielleicht durch einen Augenaufschlag eine Antwort geben oder... Nein, also so schlimm, also mit dem Unterhalten, das kriegen wir schon hin. Mhm. Er hat vor einigen Wochen zu mir gesagt, am liebsten möchte ich sterben. Mhm. Das hat er gesagt. Aber warum hast du ihn nicht konkret nach dieser Sauerstoffgeschichte gefragt? Weil ich das zu dem Zeitpunkt nicht konnte. Er war zu dem Zeitpunkt, dass sein Zustand im Krankenhaus hatte sich über Nacht so verschlechtert, dass er nicht mehr ansprechbar war. Was ist denn nun geschehen? Der Hausarzt sagt nein, du bist ambivalent. Hat er denn Sauerstoff gekriegt oder nicht? Nein, ich habe mich dagegen entschieden. Bis heute nicht. Er ist auch wieder zu Hause. Er hat diese Lungenentzündung überstanden. Ohne Sauerstoff. Ja. Und ist jetzt wieder zu Hause. Ja, das heißt, du hattest schon eine Entscheidung getroffen, die zum Tode hätte führen können. Ja. Mhm. Und ich habe auch noch mit den Ärzten im Krankenhaus gesprochen. Und die haben mir dann gesagt, nachdem ich meine Entscheidung mitgeteilt hatte, hat die Ärztin gesagt, ich hätte an ihrer Stelle genauso entschieden. Mhm. Es ist eine künstliche Lebensverlängerung, die vom Aufwand her eine Qual ist. Wie alt ist dein Mann? 56. Jetzt beschreibe mir doch seinen Zustand vor der Lungenentzündung und auch jetzt, wo er wieder zu Hause ist. Vor einem Jahr ist das passiert, was du gerade geschildert hast. Ja. Wie war es denn danach, sein Befinden? Er kann gar nichts. Er kann nicht essen. Er wird nur durch die Magensonde ernährt. Ach so, er darf ach so. Auch nichts mehr essen, weil er sich verschlucken könnte. Liegt er immer im Bett? Er liegt. Mhm. Er kann vielleicht mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde im Rollstuhl sitzen, aber dann hat er keine Kraft mehr und sackt mir weg und möchte nur noch schlafen. Mhm. Also er hat eine künstlich ernährt durch eine Magensonde. Ja. Hat er einen Katheter liegen auch? Ja. Ja. Mhm. Das heißt also, die Ausscheidungen funktionieren, kann er auch nicht mehr kontrollieren. Nein, kann er nicht kontrollieren. Mhm. Er liegt jetzt bei dir zu Hause? Seit einem Jahr bei mir zu Hause. Und du pflegst ihn? Ich pflege ihn. Mhm. Mache ich auch gerne, habe ich kein Problem mit. Mhm. Er hat 30 Jahre vergessen. Er kennt mich nicht. Er kennt dich nicht mehr? Nein, wir sind beide in zweiter Ehe seit 2 Jahren verheiratet. Wir kennen uns knapp 6 Jahre. Ja. Hat er dich nach seinem schweren Unfall, nach dem Zusammenbruch an der Ampel, hat er dich danach nicht mehr erkannt? Nein, er weiß nicht, wer ich bin. Also da ist immer für ihn irgendeine fremde Frau? Ich bin für ihn immer seine erste Frau oder seine Mutter. Ach so. Also er empfindet schon ein vertrautes Verhältnis zu dir, aber er kann dich nicht einordnen, wer du denn nun genau bist. Nein. Mhm. Er sagt zwar immer, wenn du wüsstest, wie ich dich liebe und wenn ich wieder laufen kann, ich werde alles für dich tun. Er wird nie wieder irgendwas können. Gibt es denn weitere Anzeichen, dass der Verstand schon dann doch nicht so ganz in Ordnung mehr ist? Ja, es läuft was durcheinander. Es sind natürlich Lücken da. Er fragt nach seinen Eltern, die schon fast 20 Jahre tot sind. Er fragt nach seinem Bruder, der schon 30 Jahre tot ist. Aber dennoch hat er immer wieder so Momente, dass ihm seine Situation klar wird und er dann äußert, dass er sterben möchte. Ja, seine Situation, in der er ist, ist ihm bewusst. Mhm. Jetzt hast du mich angerufen. Ja. Die Sache mein Problem ist das, deswegen habe ich auch angerufen, ich befasse mich mit Gedanken immer mehr, was ist, wenn er jetzt stirbt? Mhm. Wie machst du dieses? Wie machst du das? Wie regelst du das?
ich komme mir schlecht dabei vor, dass ich diese Gedanken habe. Du hast aber nicht die Gedanken, ihm aktive Sterbehilfe zu leisten. Himmels Willen. Das nicht. Niemals. Aber es kann mir niemand sagen, wie lange er noch leben wird, ob es 2 Wochen, 2 Monate, es kann niemand sagen. Ich weiß, der nächste Infekt, der kommt irgendwann, weil mein Körper schon so geschwächt ist. Das heißt, im Prinzip, wenn jetzt deine Vernunft dir Rat geben sollte, dann würde deine Vernunft wahrscheinlich sagen, hoffentlich stirbt er bald, weil er dann von seinen Leiden erlöst ist. Ja. Ja, ja, also diese Gedanken habe ich wirklich. Nur hat man immer Scheu, das auszusprechen, natürlich als auch als Nahestehender, weil man ja irgendwie den Menschen auch liebt. Und ich liebe ihn wirklich. Ich liebe ihn wirklich. Aber vielleicht, weil man ihn gerade liebt, sollte man sich das vielleicht auch so denken und wünschen. Wünschen, dass dieses dieser Zustand, in dem er sich befindet und der ihm bewusst ist, den er nie gewollt hat, dass der ein Ende hat. So, Gerda, jetzt will ich dir wirklich aus meiner ganz tiefen Überzeugung sagen, aus ganz tiefer Überzeugung und ehrlicher Überzeugung, dass ich das überhaupt nicht schlimm und moralisch verwerflich finde, wenn du dir jetzt schon Gedanken, was heißt schon, wenn du dir jetzt Gedanken darüber machst, was dann sein wird, wenn er verstirbt. Das finde ich völlig normal und völlig nachvollziehbar. Ich komme mir so schlecht dabei vor. Warum? Warum kommst du dir schlecht dabei vor? Ich weiß es nicht. Was sind das denn konkret für Gedanken, die du dir machst? Was mache ich mir für Gedanken? Dass manche, wenn man das jemandem sagen würde, dass der wirklich denken würde, die wartet ja bloß darauf, dass er... Ich sehe das nicht so, deswegen kannst du es mir sagen. Ich warte wirklich nicht drauf, aber... Ich glaube es dir. Was für Gedanken sind es, die du dir machst? Ja, dass das Umfeld einfach denkt, dass er mir eine Last ist und dass ich... Ich weiß es nicht, ich komme mir einfach schlecht dabei vor. Ich habe es gerade so verstanden, dass du dir so ganz konkrete Gedanken machst. Was werde ich tun, wenn er verstorben ist? Und was muss ich tun? Was musst du tun? Was werde ich tun, sondern was muss ich tun? Es gibt zahllose Dinge zu organisieren danach. Nicht? Ich bin zum Beispiel, ich bin hier zu ihm hergezogen, ich komme aus einer anderen Gegend. Wo lasse ich ihn beerdigen? Denn ich weiß, wenn er nicht mehr da sein wird, ich bin hier dann ganz alleine, dann werde ich in meine alte Heimat zurückgehen. Aber ich denke, ich bin verrückt, bin ich manchmal. Ich finde gerade, wenn du dir solche Gedanken machst, ist das überhaupt gar kein Frevel. Du liebst deinen Mann. Und diese Gedanken widersprechen nicht der Liebe zu deinem Mann. Ich denke, wo lasse ich ihn beerdigen? Ich möchte ihn so gerne da beerdigen lassen, wo er 50 Jahre gewohnt hat. Und auch wenn ich dann nicht mehr wohnen werde, aber... Ich finde, dass es sogar sehr, sehr mitfühlend ist, dass du dir solche Gedanken jetzt machst. Das ist doch sogar sehr richtig so, dass man das, wenn man in einer solch ernsten Lebenslage ist, wie du es bist mit deinem Mann, dass man das sich jetzt schon überlegt und nicht erst, wenn es dann passiert ist. Ja, ich denke auch, ja, nun kommt dazu, ich bin ganz alleine mit ihm. Ich habe hier keine Verwandten, keine Bekannten, nichts. Ich habe sehr, sehr viel Zeit zum Nachdenken. Und ich denke, auch dadurch kommen solche Gedanken. Ja, ich kann es ja auch mir schon denken, dass man dann so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat. Aber ich bin ja nur eine ganz neutrale Person. Wir beide kennen uns ja überhaupt nicht. Und ich rede dir wirklich jetzt nicht nach dem Mund oder will dir Honig um die Nase schmieren oder irgendwas. Ich finde es wirklich nicht schlimm und nicht verwerflich. Ich finde es vollkommen normal. Und ich habe gemerkt, dass du deinen Mann sehr liebst und dass sehr, sehr viel Mitgefühl dort ist zwischen dir und deinem Mann. Und dass du dir solche Gedanken machst, wo er beerdigt sein möchte und sollte und alles, was damit zusammenhängt, finde ich absolut richtig, Gerda. Absolut richtig. Ich finde es völlig in Ordnung. Völlig. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich mag nicht mehr schlafen. Ich mag nicht mehr ins Bett gehen. Nein. Ich finde, weil ich Angst habe, dass irgendwas passiert, was ich da nicht mitbekomme. Und guck mal, durch diese Gedanken, die du da hast und die Überlegungen, dadurch kümmerst du dich doch nicht weniger um deinen Mann. Um Himmels Willen, ich bin 24 Stunden am Tag da. So. Und wenn ich einkaufen gehe, dann hole ich mir jemanden, der so lange bei ihm ist. Also du tust alles, was man tun kann für deinen schwerkranken Mann. Das,
Also das denke ich wirklich, dass so, ich das... So, guck mal, das sagst du jetzt schon aus voller Überzeugung. Das ist doch schon mal sehr viel wert. Also noch mehr kann ich nicht. So, und wenn du dann nebenher die anderen Gedanken auch denkst, ist das keine Sünde? Ist das moralisch nicht verwerflich? Würde er dir auch nicht übel nehmen, wenn er klar wäre? Er würde es dir nicht übel nehmen. Ich bin hundertprozentig sicher. Du bist, und zudem du auch noch ganz alleine in der Situation jetzt bist, wie du sie gerade beschrieben hast. Ja. Meine Kinder wohnen hier nicht, meine Eltern wohnen hier nicht und Geschwister, die wohnen alle weiter weg. Und ich habe auch nicht die Möglichkeit, hier irgendwelche Leute kennenzulernen, weil ich nicht weg, nicht raus kann. Mhm. Und darum, Liebe Gerda, ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt und die ist wirklich sehr ehrlich. Das verspreche ich dir wirklich, dass das sehr ehrlich war. Du bist aber jetzt so traurig und so angeschlagen. Ich möchte, dass du noch ein bisschen mit meinem Psychologen sprichst. Ja. Das ist der Peter heute Nacht. Mhm. Ich finde, du bist auf dem richtigen Weg und du machst alles richtig. Mhm. Und ich wünsche dir für die Zeit, die jetzt noch vor dir und euch liegt, die eine schwere Zeit ist, wünsche ich dir wirklich ganz, ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Dankeschön. Und jetzt legst du auf und wir, das heißt, der Peter ruft dich gleich an. Gut, danke fürs Zuhören. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt geht's weiter mit Dennis, 20 Jahre alt. Hallo? Hallo, Dennis? Ja, hallo. Und du hast auch noch Vanessa bei dir. Genau, wir sind zusammen hier. Aber wir können nicht gleichzeitig zu dritt sprechen, ne? Ihr habt nicht so ein Doppeltelefon. Ja, es geht schon. Also wenn sie spricht, dann denke ich, geht das auch. Ja. Hallo. Hallo. Also es geht doch. Hallo, Vanessa. Du bist 19 Jahre alt. Genau. Gut. So, weswegen habt ihr angerufen, ihr beiden? Ja, wir wollten einfach mal so ein bisschen über unsere Beziehung sprechen, über die Problematik, die wir so haben. Es gibt da verschiedene Dinge. Ja. Und, ja. Wie lange seid ihr denn schon in der Beziehung? Wir sind jetzt anderthalb Jahre zusammen. Ja. Und was für eine Problematik gibt es da? Ja, ich fange einfach mal damit an, wenn wir uns am Wochenende mit Freunden getroffen haben, dann ist es so, dass ich immer leicht über mein Ziel hinausschieße, was das Trinken angeht. Mhm. Also die wissen, die ganzen anderen, die wissen halt alle, wann sie aufhören sollen, kennen ihre Grenze, trinken dann irgendwann schon Wasser und so und ich mache immer noch weiter und werde dann auch unkontrolliert und nerv alle. Ich sehe dann halt, ich fühle mich dann angegriffen, wo eigentlich gar kein Angriff ist, sage ich mal. Und was hat das zur Folge? Streiterei, Schlägerei? Ja, Schlägerei, so weit geht es vielleicht nicht, aber schon heftige Streitereien. Also es ist halt jeder von mir angenervt und Pöbeleien, sowas. Dass man am nächstes Wochenende nichts mehr mit Öl trinken will. Ja. Ja. Und das zieht sich jetzt auch in die Beziehung rein? Das hat sich schon oft hineingezogen. Also es war dann halt auch so, dass es mal so weit gekommen ist, dass meine Freundin und auch meine Freunde allgemein mit mir zusammen nichts mehr trinken wollten. Wenn wir zum Beispiel irgendwo hingefahren sind, in die Disco oder so, musste ich halt fahren, damit ich auch nichts trinken kann. Mhm. Und das war dann halt so ein Thema, wo ich dann eben auch sauer wurde und halt gedacht habe, jetzt wollen die mit mir nichts mehr trinken und so. Ja. Ja. Vanessa, erzähl du das doch mal von deiner Warte aus. Wie hast du es denn bisher so erlebt mit deinem Freund? Ja, also wie er das gesagt hat, wir trinken halt alle zusammen was und er hört überhaupt nicht mehr auf. Mhm. Und er will immer mehr haben, wir müssen auch schon die Flaschen vor ihm verstecken und so. Mhm. Und er wird dann halt richtig wütend. Ist er zu dir auch aggressiv? Ja, also zu allen, auch zu mir. Also er wird jetzt nicht irgendwie handgreiflich oder so, nur er ist halt also unausstehlich. Er versteht nichts mehr, man kann mit ihm nicht mehr sprechen. Mhm. Und das geht dann auch weiter, wenn ihr beide alleine dann nach Hause fahrt und ihr dann zu zweit nur noch seid, dann ist er genau noch so drauf. Also meistens machen wir das bei mir, so irgendwie saufen oder so. Und dann schläft auch meine Schwester meistens hier und noch ein Freund. Also wir sind dann eigentlich immer bis zum nächsten Tag zusammen. Mhm. Was wir auch schon mal hatten, wir waren mal in einer Kneipe und dann hat mir ein Freund Taxigeld gegeben, weil ich nicht wusste, wie ich ihn nach Hause kriegen soll. Ja. Dennis, kannst du dich eigentlich da ganz konkret auch dran erinnern oder hast du da so ein Blackout, wenn du das so im Nachhinein erfährst und kannst dich nicht erinnern? Ja, also im Grundlegenden, da ich halt so besoffen war, sag ich mal, kann ich mich schon dran erinnern, aber es gibt natürlich Stellen, Filmrisse, wo mir gesagt wird, oh, du hast fast einen Stuhl umgekippt und sowas. Ja, und kannst du dich an so diese Pöbeleien, Aggressivitäten, kannst du dich daran erinnern? Ist auch unterschiedlich. Vor allen Dingen ist es so, ich sehe es dann meistens anders am nächsten Tag. Mhm. Und wie gesagt, ich fühle mich halt angegriffen. Also ich sehe dann nicht, dass ich irgendwie derjenige wäre, der angefangen hätte. Ich sehe das halt alles anders dann. Wie siehst du es denn jetzt so heute, wo wir drüber sprechen?
Findest du, dass die anderen in ihrer Beobachtung schon recht haben oder denkst du immer noch, die lügen alle? Das ist eigentlich so gesehen das Lustige daran. Also es ist immer ein Tag danach und auch vielleicht zwei Tage danach bin ich noch nicht einsichtig, weil ich halt auf mein Recht bestehen will, das ist halt so bei mir. Nur jetzt im Nachhinein denke ich natürlich schon, es ist nervig, ich kann es mir gut vorstellen. Vor allen Dingen ist es auch so, dass in meiner Familie mein Vater häufig auch schon mal sich relativ viel trinkt und ich das da halt auch mitkriege, wie er dann ist. Achso, und er ist ähnlich drauf und dann kannst du es dir vorstellen, wie du vielleicht auch drauf bist. Genau, ja, da kann ich mir das dann sehr gut vorstellen und ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich das vielleicht von ihm habe, weil es war auch früher nicht so. Das ist auch das Lustige, obwohl er eigentlich schon länger so ist, war es bei mir damals auch nicht so. Wobei ich dann dazu sagen muss, mit den Leuten, mit denen ich früher, wo ich meine Freundin noch nicht kannte, getrunken habe, die haben selber auch ziemlich viel getrunken und klar, verstehen sich ja gut. Ne? Genau, da wurde das vielleicht gar nicht hinterher groß erzählt, aber die haben es gar nicht so wahrgenommen. Genau, die sind halt selber so. Wie oft, Vanessa, kommen denn solche Ausfälle vor? Wie oft ist er so betrunken, dass er so drauf ist? Ja, also wir trinken eigentlich jeden Samstagabend was zusammen oder wenn wir weggehen oder so und das war jedes Mal so und das war halt schon oft so weit, dass ich dann gesagt habe, dass ich mit ihm definitiv nichts mehr trinken will. Mhm. Wenn er was trinken will, dann muss er halt das zu Hause machen oder mit Freunden oder so, aber mit mir nicht. Und das haben unsere Freunde auch unterstützt und so nach zwei Wochen oder so hat er mich dann so genervt die ganze Zeit, dass ich dann gesagt habe, ja okay, wir probieren es nochmal. Und dann hat er das aber wieder versaut. Das ist immer dasselbe Ritual, immer dasselbe Spiel. Sind da auch Drogen noch im Spiel zusätzlich? Nee, das nicht. Hast du dich bei deiner Freundin schon mal entschuldigt deshalb, Dennis? Ja, wir haben schon oft drüber gesprochen, so auch wenn wir dann nachher alleine waren. Und ja, entschuldigt habe ich mich dafür schon. Ich suche dann halt auch immer irgendwo nach einem Grund, weil ich selber nicht mehr weiß. Ne? Also ich finde, das hört sich schon bedenklich an, was ihr da erzählt, also was du jetzt erzählst und was Vanessa erzählt. Ja. Da ist ja nun offensichtlich was dran, wenn so viele Leute das mitbekommen und es immer und immer wieder passiert. Offensichtlich tut dir Alkohol und vor allen Dingen eine große Menge Alkohol überhaupt nicht gut und holt irgendwas in dir raus, was nicht gerade sehr sympathisch ist. Ja, genau sowas haben wir auch schon mal überlegt. Ja, das glaube ich schon. Sowas kann natürlich auf Dauer auch sehr belastend für die Beziehung sein, Vanessa, oder? Ja, absolut. Mhm. Also ich war auch oft schon sehr verzweifelt, was zum Beispiel unser anderes Problem ist, wenn ich das Gefühl habe, dass er mir nicht zuhört und ich gegen eine Wand rede, dann bin ich auch manchmal schon ziemlich ausgerastet und habe ihn teilweise zusammengeschlagen aus Verzweiflung. Er hat dann nicht zugehört, wenn er besoffen war, oder? Ja, auch hinterher. So. Er hat dann sozusagen eine Wand aufgebaut. Ach so, als er nüchtern war und hat dicht gemacht und ist gar nicht weiter darauf eingegangen. Ja, genau. Ich finde eigentlich den Vorschlag oder das, was ihr da schon mal ausprobiert habt, Vanessa, Dennis, einfach die Regelung, dass ihr zusammen keinen Alkohol trinkt. Das Allerbeste wäre natürlich, wenn du überhaupt keinen Alkohol mehr trinken würdest, Dennis. Ja, das ist natürlich immer das Beste, klar. Nur nee, weil da ist irgendetwas, was sich da entfesselt. Und im Moment ist es noch nur, sage ich mal, vielleicht aggressives Gequatsche oder so. Aber du scheinst ja nicht Herr deiner Sinne zu sein danach oder währenddessen. Ja, wobei ich dann auch dazu sagen muss, jetzt die letzten zwei, drei Male, jetzt die Samstage hat es wiederum ganz gut geklappt. Da war es eigentlich so wie früher und das ist ja das, was ich eigentlich dann auch vermisse. So stimmt das, Vanessa? Ja, also ich habe dann wieder mal zu ihm gesagt, ich trinke mit ihm nichts und dann war ich wieder so verzweifelt. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ist mir scheißegal, trink was oder nicht. Und dann hat er auch was getrunken und dann, also er hat es ja vorher auch schon mal versucht und es hat auch schon einmal geklappt, aber dann hinterher halt wieder nicht. Und jetzt war es halt so, er hat sich dann wirklich bemüht und weniger getrunken, Wasser getrunken und so und dann, also jetzt wirklich zweimal hat es funktioniert. Ich finde, um die Sache einfach etwas zu entspannen, auch zwischen euch, dass ihr diese Regelung erstmal für eine Weile, für mehrere Monate wirklich rigoros durchziehen solltet. Kein Alkohol, wenn ihr zusammen seid. Dennis. Naja. Ja, finde ich schon. Was gäbe es für eine andere Lösung? Die Regel ist, dass du austickst und das alles ätzend ist und das auch hinterher sehr belastend ist für eure Beziehung. Also ist es nicht gut. Also soll man einen anderen Weg gehen. Man kann auch nette Sachen zusammen machen ohne Alkohol, ohne sich die Kante zu geben. Ja, natürlich, das ist richtig. Kann man, also ist ja nun wirklich überhaupt gar kein Thema. Dann tu es für dich und für deine Freundin und für eure Beziehung und seht doch mal zu, wie er vielleicht die nächsten drei, vier Monate über die Runden kommt so. Und dann kann man immer noch weitersehen. Ja, sollte man vielleicht mal versuchen. Ja, finde ich auf jeden Fall. Wirklich auch im Sinne eurer Beziehung. Na gut. Ja?
wünsche ich gutes Gelingen. Ja, danke schön. Ihr beiden, tschüss zusammen. Tschüss. Morgen heißt unser Thema, das ist die letzte Chance. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die das so sagen. Die sagen, ich habe einem anderen Menschen eine letzte Chance gegeben. Oder ich möchte mit Leuten von euch reden, die sagen, ich habe eine letzte Chance bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe, die durchzuziehen, aber ich habe eine bekommen. Oder die vielleicht in einer Lebenssituation sind, aufgrund einer schweren Erkrankung, dass sie sagen, dieses ist hier jetzt meine letzte Chance. Wenn das nicht gelingt oder wenn ich mich jetzt nicht zusammenreiße oder wenn ich jetzt auch nicht den Willen aufbringe, dann komme ich vielleicht nicht über den Berg. Also, das ist unser Thema morgen. Das ist die letzte Chance. Ihr könnt heute auch schon dazu mailen unter domian@wdr.de. Morgen dann die ganze Sendung zu diesem Thema. Heute Freithemensendung und jetzt ist Moni hier. Und Moni ist 45 Jahre alt. Hallo Moni. Hallo Domian. Jo, schön, dass du da bist. Freut mich, dass ich gerade zu dir durchkomme. Ja, und was geht's bei dir, Moni? Ja, ich will zu jedem Thema was sagen, sogar zu dem Thema morgen. Weil ich hatte auch die letzte Chance. Aber heute hast du wegen was anderem angerufen. Ja, ich hatte eigentlich angerufen, ich das Glück gefunden meines Lebens. Ja, jetzt haben wir so kleine Aussätze in der Leitung. Wäre vielleicht auch ganz gut, wenn du ein bisschen ans Fenster gehst. Dann funktioniert es meistens etwas besser. Ja, hörst mich nicht richtig. Ja, nicht so ganz richtig. Warte mal. So, jetzt sagst du nochmal mein... Besser? Ja, ich hoffe das. Ja. Das war lustig. Die Leute sagen, jetzt besser und dann schweigen sie und dann weiß ich immer nicht, ob es besser ist. Also, ja, wir fangen jetzt mal an. Das Thema heute wäre? Ja, ich bin durch sämtliche Höllen gegangen. Ich hatte aufgegeben, weil ich bin HIV-positiv seit 26,5 Jahren. Mhm. Seit 26 Jahren? Ja. Und zwar habe ich mich bei der Geburt meines Kindes, habe ich 2,5 Liter aus der amerikanischen Kaserne gekriegt. Und mein Spender ist 2 Jahre später an einer mysteriösen Immunschwäche gestorben. Da wusste ich aber noch nicht, dass der das hatte, weil da war 78 und 80 noch kein Thema. Von. Nein, überhaupt kein Thema. Ich habe gerade zurückgerechnet. Das ist ja damals noch, das fing ja erst so Anfang 78 der 80er. 78 war das. Ja, in Anfang der 80er Jahre wurde das erst ein Thema hier bei uns. Ja, mhm. Und ich habe es aber aus der amerikanischen Kaserne von einem Mexikaner, ja, ja, das Blut gekriegt. Und ja, der ist 2 Jahre später an einer mysteriösen Immunschwäche gestorben. Und du hast seit 26 Jahren bist du HIV-positiv. Ja. Das ist ja ungewöhnlich. Das ist ja, aber jetzt seit einem Jahr bin ich nicht mehr positiv, jetzt ausgebrochen. Mhm. Also ich habe jetzt bin nicht mehr positiv. Aber du bist jetzt AIDS krank. AIDS ja, erkrankt. Ich habe jetzt AIDS, ja. Mhm. Mhm. Und ich habe da alles durchlebt. Ich habe 10 Jahre Missbrauch geschafft. Ich habe meine kurzzeitige Drogenphase durchgeschafft. Man hat mir gesagt, ich werde nie ein Kind kriegen, das wird nicht mein Leben kosten. Ich habe es trotzdem durchgezogen und habe es gekriegt. Okay, ich wäre fast verreckt. Ja. Und das Kind ist nicht HIV-positiv? Nee. Nein. Mhm. Nein, mhm. Ich habe ja erst nach der Geburt. Ach so, ach so, worden. Ach so, ja. Mhm. Ja, und das habe ich auch erst 84 erfahren. Mhm. Mhm. Wo ich selber mal so krank war, dass man mal alles durchgecheckt hat und da hat man mir das gesagt. Da hatte ich ja schon 6 Jahre. Ja. Was ist jetzt genau der Grund deines Anrufs, Moni? Ich wollte eigentlich mehr oder weniger, jetzt könnte ich zu allen drei Themen eben was sagen. Ja, sag mal, weswegen du eigentlich angerufen hast. Ja, ich bin der glücklichste Mensch. Ich habe diese ganzen Höllen durchlitten, mhm, und habe auch die Krankheit. Und trotz der Krankheit habe ich nochmal das größte und das größte Glück meines Lebens gefunden. Nämlich? Einen Partner, ja, der mich so akzeptiert, wie ich bin, mhm, der nicht versucht, mich zu ändern, ja, der mich liebt, versteht und wunderbar und wahnsinnig zärtlich ist. Ja. Wann hast du diesen Partner gefunden? Und zwar waren wir beide zur gleichen Zeit im Krankenhaus. Ja, wann war das? Vor 1,5 Jahren genau. Ah ja, ganz... Wir haben uns aber 10 Jahre vorher schon mal durch Zufall getroffen, mhm, auf einer Weihnachtsfeier von der AIDS-Hilfe, mhm, und haben uns angeschaut und ich fand ihn interessant und er fand mich interessant. Mhm. Sind aber an dem Abend irgendwie nicht ins Gespräch gekommen und auf einmal war er weg. Ja. Und genau 10 Jahre später steht er im Krankenhaus vor mir und ich sag zu ihm, sag mal, bist du der Miley? Und er sagt, ja. Wie kam das, dass er da im Krankenhaus vor dir stand? Er stand da, war da wegen seinem Zucker. Ja. Und ich war da, ich hatte gerade eine Unterleibsoperation hinter mir. Ich, ja, hatte Unterleibskrebs. Ja. Ja, und das hast du auch noch dazu. Ja, auch noch. Also du bist eine Frau mit sehr, sehr, ich merke, höre das schon, mit sehr schweren und vielen schlimmen Schicksalsschlägen.
Ja, ich habe auch noch die Enzephalitis im Kopf. Was ist das? Das ist so eine Art Hirnhautentzündung, die ist aber endspezifisch. Mhm. Also die macht mich sehr, sehr vergesslich. Ja. Kurzzeitgedächtnis, da habe ich Probleme. Du hast gerade gesagt, die Erkrankung ist ausgebrochen. Ja, ja. Was aktuell im Moment, wie bist du erkrankt im Moment? Jetzt, wo es mir die meisten Probleme mitmacht, ist mit der Neuropathie. Ich habe eine Nervenentzündung am ganzen Körper. Mhm. Das kommt aber durch die schweren Medikamente, das hat die Nerven angegriffen. Ich muss es mal nochmal so zwischendurch sagen, es ist immer wieder unfassbar, wenn man sich vorstellt, was Menschen für Erkrankungen haben und was Menschen auch aushalten können. Ja. Und dann sagst du, wo du uns das alles, wahrscheinlich hast du nur ein paar Sachen jetzt erzählt. Ja, ja. Und sagst dann dennoch, und wir erahnen schon, was du mitgemacht hast oder mitmachst, und sagst, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ja. Das ist natürlich, ist es wunderschön eigentlich. Ja, das Einzige, was dir fehlt, ist mein Sohn. Und wo ist der Sohn? Der schämt sich für mich. Der schämt sich für dich? Ja. Ich hatte ihm mal versprochen, dass ich nie wieder Alkohol trinke. Ja. Ich hatte in dem Sinne, ich war keine Alkoholikerin, sondern ich war auf so einem Nullpunkt, wo nichts mehr ging. Mhm. Und da habe ich gedacht, Arschlecken, ich mache jetzt Ende. Mhm. Da habe ich mich in Alkohol geflüchtet. Mhm. Habe aber dann gedacht, nee, echt, das kannst du auch nicht bringen. Bin auf Entgiftung gegangen, 3 Wochen. Mhm. Mhm. Habe ich ihm aber nicht erzählt. Ich habe ihm irgendeinen Scheiß erzählt. Ich wäre da wegen meiner Psyche und so. Mhm. Und das hat er irgendwie auf eine blöde Art und Weise dann doch erfahren. Aha. Und dann sind noch irgendwelche Geschichten erzählt worden ihm. Ich hätte schon in dem Land, wo ich vorher 3 Jahre war, ja, in dem hätte ich schon gesoffen wie ein Loch. Und wie alt ist denn dein Sohn? Wie alt ist denn dein Sohn? Er ist jetzt 26. Und der hat jetzt den Kontakt ganz abgebrochen, ja, zu dir. Mhm. Das ist natürlich bitter und das ist traurig. Ja. Dein Partner, dein Lebensgefährte, ist der, ja, auch HIV-positiv? Ja. Das ist auch, daher auch damals der Kontakt über die AIDS-Hilfe, was du gerade erzählt, ja, ja, hast. Geht es ihm denn gesundheitlich einigermaßen? Nein, auch nicht. Auch sehr, sehr, mhm, schlecht. Mhm. Aber ihr beide. Dann auch die Neuropathie und dann auch den Zucker dazu. Mhm. Und dann, aber ihr beide habt Not euch. Auf der Lunge. Ja, aber ihr beide habt euch. Ja. Ihr, sagt sie mit vollem Herzen. Und das, ja, ist, und das ist das Glück, ne? Ja. Mhm. Du, er war in der Phase, wo er auch seine Therapie abgebrochen hatte. Mhm. Und ich auch. Mhm. Und in dem Moment treffen wir aufeinander. Wie eine Fügung. Ja. Ja. Weil meine Viruslast war ins Unermessliche hochgestiegen. Mhm. Und Helferzeller waren ganz unten im Keller und bei ihm das Gleiche. Mhm. Jetzt mittlerweile bin ich wieder auf 250 Helferzellen. Ja. Und meine Viruslast ist vollkommen verschwunden. Ja. Natürlich hat das auch immer alles mit der Psyche was zu tun. Ja, ne? Viel. Natürlich. Deswegen wollte ich dem ersten Mädchen sagen, die soll den Typen ganz schnell wegtun. Ne? Ja, ja. Weil der weiß das ja nicht erst seit dem Ja, Erlebnis. Ja, ja, das ist ganz, den ganz Verdacht schlimm. Hat er ja schon länger. Ja, ja, ja. Und in der ganzen Zeit hat er mit ihr geschlafen. Ja, es ist so. Normalerweise dürfte sie anzeigen, das ist nämlich versuchter Totschlag. Ja, 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 das ist ganz schlimm, was der mit dem Mädel gemacht hat. Ja. Liebe Moni, jetzt wünsche ich dir und deinem Partner wirklich von ganzem Herzen weiterhin euer Glück, dass ihr das noch ganz lange genießen könnt. Ja, wir hoffen, dass wir es noch eine Zeit lang schaffen. Ja, das wünsche ich aber auch, eine schöne lange Zeit lang noch. Ja. Alles Gute von Herzen. Für uns ist die schönste Zeit, wir schlafen nicht miteinander. Ja. Aber wenn wir abends ins Bett gehen und aneinander kuscheln, das ist die schönste Zeit von dem ganzen Tag. wir uns fühlen. Ich wünsche, dass ihr euch noch ganz oft aneinander kuscheln könnt. Ja. Alles Liebe, auf Wiederhören. Julian. Hm? Deine Sendung verpasse ich äußerst selten. Die habe ich sogar in Griechenland gesehen. Ehrlich? Das ist aber nett, ja, von dir, dass du sagst. Ja. Danke für das Kompliment. Und, ja, alles Gute von Herzen. Jo, ciao dann. Tschüss. Rebecca, 28 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, hallo Rebecca. Dein Thema. Ja, es geht bei mir darum, ich möchte gerne den Weg aus der Prostitution finden und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Wie lange bist du Prostituierte schon? Im Prinzip erst seit letztem Jahr August. Mhm. Also ein gutes Jahr. Ja. Mhm. Wie bist du da reingekommen? Durch eine Arbeitslosigkeit. Ich habe einen sehr hohen Kredit, den ich zurückzahlen muss. Wie hoch ist der? Circa 22.000 Euro. Ja, viel Geld. Ja, und wie, das Geld, was ich... Wie kommt das, dass du dir so viel Schulden aufgelastet hast? Ich bin leider in Situationen geraten, wo ich zu Unrecht damals verurteilt wurde zu einem Autounfall, den ich aber nicht begangen habe. Mhm. Und habe auch dann eine Zeit lang über meine Verhältnisse gelebt. Und diese gesamte Summe hat sich halt dann daraus ergeben und habe das letztes Jahr in einen großen Kredit umgewandelt. Und das ist mittlerweile die Summe. Und ich war auch damals im
Außendienst tätig und habe auch monatlich gutes Gehalt verdient. Ja. Und dann bin ich leider arbeitslos geworden. Ja. Ich habe auch mit der Bank versucht zu sprechen, dass die dann das Geld reduzieren und ich habe... Dann kam die Entscheidung. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, die man, die Frauen nicht so leicht trifft, zu sagen, jetzt gehe ich auf den Strich. Ja. Wie hast du das dann für dich so entschieden und wie hast du es dann auch angestellt, überhaupt in das Milieu zu kommen? Ich habe erst angefangen mit dem Straßenstrich und habe es 2 Tage probiert, aber es hat mich so angewidert. Bist du einfach dahin gegangen? Ja. Aber die Entscheidung war doch sicher schwierig, ne? Zu sagen, morgen, so jetzt mache ich es, morgen gehe ich dahin. Ja. Wie lange hast du da mit dir gehadert, bis du das gesagt hast, ich mache es? Ich habe mich schon öfter mit dem Gedanken auseinandergesetzt, weil es, mag jetzt zwar ziemlich hart anhören, aber eine sehr schnell verdientes Geld ist. Es geht nicht um die Leichtigkeit, sondern um die Art und Weise, wie man das Geld verdient. Gut, dann warst du also auf dem Straßenstrich und das war es aber nicht, das hat dich zu sehr angewidert. Genau, und dann bin ich halt in so ein Laufhaus gegangen und hatte dann für ein Wochenende es ausprobiert mit so einem kleinen Zimmer. Nur allein die tägliche Miete für das Zimmer war schon extrem hoch. Man musste ja mindestens schon alleine 100 Euro nur alleine für die Zimmermiete pro Tag arbeiten, bevor man ja Geld in seine eigene Tasche rein verdient hat. Wie arbeitest du jetzt zurzeit? Ich bin zum Glück wieder in meinem festen Außendienst tätig und ich habe auch eine Zeit lang dazwischen lange Pause gemacht. Also Außendienst heißt als Prostituierte im Außendienst? Nein, als festen, normalen Angestellten-Außendienst. Also ich habe normalerweise dann normalen Job. Aber du gehst immer noch der Prostitution nach? Ja, weil ich, wie gesagt, diese Schulden habe und jetzt kommt das ganze Verzwickte an der ganzen Situation. Ich habe in diesem Club, in dem ich gearbeitet habe, meinen jetzigen Lebensgefährten kennengelernt. Wir halten mal fest, damit wir nicht durcheinander kommen. Ja. Du hast eine Weile nur als Prostituierte gearbeitet. Ja. Dann bist du jetzt wieder in deinem Job als Außendienstmitarbeiterin, was immer es auch sein mag, aber ist ja egal, einem normalen Job. Ja. Und jobbst aber zusätzlich noch als Prostituierte. Ja. In einem Club. Ja. Und hast in diesem Club deinen jetzigen Partner kennengelernt. Ja. Mit dem lebe ich jetzt schon seit über einem Jahr zusammen und ich fühle mich einfach mies dabei, weil ich ihn ja letztendlich belüge und ich denke mal, er hätte auch nie diese Beziehung mit mir angefangen, wenn ich jetzt nicht damals damit aufgehört hätte. Moment. Du hast ihn doch in einem Club kennengelernt. Eben, das ist ja das Fatale. Also, du hast ihn als Prostituierte kennengelernt? Ja. Also weiß er doch, dass du Prostituierte bist? War oder bin, ja. Also er denkt jetzt mittlerweile, ich würde es nicht mehr machen. Ach so, das heißt, du gehst heimlich in diesen Club und ja. Jobbst noch nebenher da. Genau. Und gaukest ihm vor, ich bin normale Außendienstmitarbeiterin in einer Firma. Wie oft gehst du denn noch nebenher anschaffen? Einmal die Woche. Aber immer am Wochenende? Nee, in der Woche. In der Woche. Und das kriegt er nicht so mit, das kannst du so kaschieren. Das kaschiere ich, ja. Ich bin also ganz normal fest in meinem Außendienst. Ich habe auch einen Firmenwagen, alles. Ich bekomme auch monatlich mein Gehalt. Und ich mache das aber noch zusätzlich zu meiner normalen Arbeit, dass ich dann halt da... Was verdienst du denn bei diesem einen Mal in der Woche am Abend? Wenn es gut läuft, zwischen 300 und 400 Euro. Und es besteht nicht die Gefahr, dass irgendwas über diesen Club rauskommt zu deinem Freund, der offensichtlich auch in solchen Lokalen verkehrt? Er verkehrt, seitdem er mich kennt, nicht mehr in solchen... Lokalen. Ich denke mir mal, dass er es auch nicht tut. Da vertraue ich ihm auch. Aber ich habe natürlich Angst, weil er den Club auch kennt und weil er auch da mit seinem besten Freund immer zusammen aufgekehrt ist, dass das irgendwann mal rauskommt. Jetzt ist natürlich die Frage, Rebecca. Das sind 300 Euro, sagst du, ne? Ungefähr. Die 300 du da, Euro ja. in der Woche. Ist es das wert, dass du deine Liebe zerstörst damit? Eigentlich nicht, aber ich habe auch das Problem im Moment, dass auch die Partnerschaft nicht so gut läuft. Das ist auch das nächste Problem und ich bin im Moment auch in einer gewissen Abhängigkeit bei ihm, weil er bezahlt die Miete, er bezahlt eigentlich alles und ich komme irgendwie mit dem Geld, was ich monatlich verdiene, auch nicht so richtig hin. Ich habe immer noch immens hohe Handyrechnungen und... Daran bist du ja selbst schuld. Daran bin ich selber schuld, aber ich habe auch... Also ich meine, dass die Schulden, von denen du sprichst, 20.000 Euro, ne, waren es ungefähr. Ja. Das ist natürlich eine Stange Geld, aber es ist jetzt auch nicht so ganz extrem dramatisch. Wenn man eine Arbeit hat, kann man das eigentlich abstottern. Ne, kann man, wenn man sich am Riemen reißt. Offensichtlich tust du es aber nicht und lebst immer noch über deine Verhältnisse. Oder? Ich
ganz richtig, weil es kommen auch noch so im Nachhinein noch Folgeforderungen von ehemaligen Rechnungen, die ich damals nicht begleichen konnte. Mhm. Okay, nach und nach alle gezahlt habe. Also okay, also da komme ich wieder auf den Grundzweig. Okay, da ist finanziell noch einiges im Argen. Höre ich. Jetzt aber nochmal zu der Beziehung. Die ist aufgrund dieser finanziellen Abhängigkeit, die du empfindest deinem Freund gegenüber, nicht so ganz in Ordnung oder kriselt so emotional auch sehr viel zwischen euch? Emotional kriselt es auch extrem, weil ich jetzt mittlerweile festgestellt habe, dass seine und meine Gemeinsamkeiten nicht so übereinstimmig sind. Er ist mehr der Stubenhocker und ich bin jemand, der gerne mal einfach am Wochenende rausgehen möchte. Das heißt, wenn du nicht in dieser Beziehung wärst, würdest du das locker noch weitermachen mit diesem einmaligen Besuch in deinem Club? Oder wahrscheinlich ja, und ich hätte dann auch nicht irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil ich ja indirekt meinem Partner auch damit wehtue. Klar, du hast aber gerade am Anfang gesagt, hast du eine klare Aussage gesagt. Du hast gesagt, ich will raus aus der Prostitution. Ich möchte da raus, ja. Jetzt frage ich es nochmal, möchtest du es eigentlich wirklich abgesehen von der Partnerschaft auch, würdest du eigentlich am liebsten rauskommen aus dem ganzen Umfeld? Irgendwie schon, weil ich merke, dass der Absprung immer schwieriger wird. Ich meine, es ist ja schon mal ganz gut, dass du den Absprung ja schon eingeleitet hast, indem du wieder deinen alten Job ausübst. Mhm. Es könnte ja noch viel schlimmer sein, dass du eben wirklich weiter Vollzeit in dem Club arbeitest oder wo auch immer. Ne? Insofern ist ja schon mal ein erster Erfolg da. Das ist klar. Wie gehst du denn mit diesem Job, oder wie geht der Job mit dir um? Was macht der mit dir? Kannst du den einfach so mit links abspulen? Oder bleiben da doch innerlich irgendwie Narben und Spuren zurück und du sagst, das ist eigentlich, widert es mich an, eigentlich ist es nicht mein Ding? Es ist immer davon abhängig, auf was für Gäste ich treffe. Es sind manchmal sehr nette, junge Männer dabei, wo man sagt, die sind eigentlich recht sympathisch. Mhm. Und dann ist das soweit okay, aber natürlich geht es auch Tage dazwischen, wo dann da Gäste bei sind oder auch nicht die Frauen einfach nur anwidern, wie sie miteinander umgehen, wie sie miteinander reden und wie sie auch abwertig über die Gäste sprechen. Mhm. Also, ich bin ja immer der Auffassung, dass man in diesem Bereich auf keinen Fall und nie und nimmer arbeiten darf, wenn man das nicht ganz klar für sich entschieden hat und sagt, okay, das ist mein Job, mir macht es nichts aus, ich kann es trennen von meinem Privatleben, von meiner Seele und weiß ich was alles. Wenn nur irgendwelche Bedenken da sind, und du hast ja jetzt schon einige Bedenken geäußert, finde ich immer, dass man alles daran setzen sollte, aus dem Milieu rauszukommen. Mhm. Ich respektiere die Frauen, die das machen und die sagen, okay, das ist meine Welt, Punkt aus. Würde ich nie reinquatschen, ist deren Ding. Aber bei dir ist es was anderes. Zumal auch noch die Geschichte mit deinem Freund kommt. Okay, du sagst, da kriselt's auch. Aber wenn es dieser Freund nicht ist, kommt vielleicht demnächst ein anderer Freund und du stehst wieder vor dem Problem. Ja, ne? Das nächste Problem steht auch darin, dass mir auch schon sehr viele Gäste gesagt haben, die sich mal mit mir länger unterhalten haben und der auch der Auffassung sind, dass ich in diesem Milieu überhaupt nichts zu suchen habe. Mhm. Dass sie sagen, also eine Frau wie du, die normalerweise ja einen Beruf hat und auch wirklich von der Ausstrahlung her und von dem Selbstbewusstsein ja hier entsprechend auftritt, hier in diesem Club eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ich finde, Rebecca, dass du alles daran setzen solltest, rauszukommen. Und zwar so schnell wie möglich. Und natürlich ist das kompliziert, wenn man in finanziellen Dingen verstrickt ist und Schulden verstrickt ist. Aber niemals darf ein Schuldenberg dazu führen, dass man sich selbst wegwirft, wenn man das so empfindet. Warst du schon mal bei einer Schuldnerberatungsstelle? Ja, aber die haben mir nicht geholfen. Die konnten mir absolut nicht helfen. Warum denn? Ich höre in der Regel immer sehr gute Sachen, weil da sehr, sehr wirklich gute Fachleute sitzen, die sehr fundiert helfen können. Nee, also ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe einen Termin gehabt zu einem persönlichen Gespräch und letztendlich die Ratschläge, die sie mir gegeben haben, die ich auch dann versucht habe, entsprechend nachzugehen, haben nicht zum Erfolg geführt, sondern eher noch dazu geführt, dass ich mich sogar noch tiefer in diese Schuldenspirale bewegt habe. Oje. Gut, das kann ich natürlich jetzt nicht leisten. Da müssten wir wahrscheinlich viele Stunden zusammensitzen. Ich kann dir nur so meine Grundmeinung sagen zu deiner Lebensrichtung, die du einschlagen solltest, was ich finde. Das habe ich dir gesagt. Ich finde, dass du raus solltest. Mhm.
Jetzt möchte ich dich dennoch mal mit meinem Psychologen nochmal verbinden. Ja. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwie andere Beratungsstellen, die dir ganz hilfreich sein könnten und du kannst entscheiden, ob du die dann wahrnimmst. Mhm. Du legst gerne auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, danke Domian. Alles Gute. Okay, schönen Abend noch. Tschüss. Ihr Lieben, ein Hinweis, ab nächste Woche Samstag, ab dem 23. Samstag gibt es Domian am Samstag auch immer. Und zwar im Fernsehen, im WDR-Fernsehen, immer so gegen 23:30. Und dann machen wir das so, wie wir das öfters früher schon mal hier in der Nacht gemacht haben. Dann gibt es hier einen prominenten Gast, einen Ehrengast, der sich euren Fragen stellt. Ihr könnt anrufen und diesen prominenten Ehrengast fragen, was ihr ihn fragen wolltet. Ich unterhalte mich auch mit ihm. Das machen wir jetzt ab sofort, also ab dem 23. Oktober, immer samstags im WDR Fernsehen und im Radio bei 1Live wird diese Sendung dann in der Nacht vom nächsten Montag auf nächsten Dienstag wiederholt. Und unsere erste Sendung am 23. Oktober wird sein mit Arabella Kiesbauer. Nächste Woche Samstag um 23.30 Uhr Domian mit Arabella Kiesbauer. Birgit, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Birgit. Dich. Ja, und was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, mein Sohn, der hat mir vor einem Monat mitgeteilt, dass er schwul ist. Wie alt ist er? Mein Sohn, der ist 23 Jahre alt. Ja. Und das war für mich ein ganz großer Schock gewesen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Und ich habe mich aber, was er zu mir gesagt hat, ich habe mich sehr gut verhalten. Also ich weiß ja nicht, wie andere Eltern denn reagieren, wenn so eine Mitteilung ins Haus geflattert kommt sozusagen. Mhm. Und ja, ich wollte einfach fragen, weil wir uns auch natürlich ausgesprochen haben, mhm, und er hat mir mitgeteilt, er hat aber noch nie, sage ich mal, Geschlechtsverkehr mit einem Jungen oder mit einem Mädel gehabt. Mhm. Und da hab ich natürlich dann so meine Hoffnung gedacht, ich sage, woher willst du denn das wissen, mhm, wenn du noch nie, sage ich mal, jetzt mit einem Mädchen geschlafen, mhm, hast? Und ja, er sagt, er weiß das einfach. Mhm. Ja, und jetzt wolltest du mich fragen, ob das sein kann. Ja. Ja, das kann sein, das glaube ich. Das glaube ich. Ich glaube, dass man auch ohne die direkte sexuelle Erfahrung gemacht zu haben, ja, glaube ich, kann man sagen, ich stehe nun mal definitiv auf Typen oder ich stehe definitiv auf Frauen. Ja. Und die Frage finde ich erstmal, ich glaube, dass man das so sagen kann. Mhm. Aber die Frage, finde ich, sollte man ihm auch gar nicht so stellen, weil die impliziert ja schon wieder so deine Hoffnung, na, vielleicht bist du es ja doch nicht. Ja, probier es ja doch erstmal aus. Naja, die hat man ja irgendwo noch, wenn man das jetzt erst mal mitgeteilt bekommt, ne? Aber wenn er ist 23 Jahre schon, sag ich mal, ja, alt, war es denn nicht schon ein bisschen stutzig geworden, dass er noch kein Mädel angeschleppt hat? Nein, überhaupt nicht, weil er ist so ein schüchterner Typ. Mhm. Er lernt viel, er studiert und dann habe ich gedacht, naja, mein Gott, er ist nicht so ein der Draufgänger. Ja. Und ach, das fand ich alles noch normal, auch mit 23. Hat er dir denn irgendwas erzählt, ob er schon mal, wenn auch noch nichts passiert ist, abgelaufen ist, mal verliebt in einen Jungen war? Nein, er hat mir nie was erzählt und ich habe auch... Ich meine jetzt in dem Gespräch. Also nein, hat er auch noch nicht. Mhm. Also nee, er hat auch noch gar keine Erfahrung, aber er hat mir gesagt... Also ich glaube, sogar wenn man noch gar keine Erfahrung hat und ja, es dann sagt, ja, umso gewichtiger ist die Überzeugung in einem, wenn man das schon aus der Theorie heraus sagt, mich interessieren Frauen überhaupt nicht, ich stehe auf Männer. Ja. Ich glaube, da ist schon sehr viel in deinem Sohn im Kopf passiert. Und sich dann nach außen zu wenden und sich sozusagen zu outen, ich bin schwul, obwohl ich es noch gar nicht gemacht habe, dann wird das wohl auch sein. Und wenn das irgendwann vielleicht dann doch nicht so ganz ist, dann ist es auch okay, aber es ist auch egal, finde ich. Ja, er weiß das wirklich von innen heraus, so habe ich das auch rausgehört, dass er das wirklich mit absoluter Sicherheit weiß. Ich finde es ja auch toll, dass er es dir jetzt schon sagt, noch bevor er eine Erfahrung gemacht hat. Mhm. Finde ich auch schon toll, das sagt ja schon auch aus, dass ihr auch eigentlich ein gutes Verhältnis miteinander habt. Ja, haben wir auch. Ja. Ich habe auch gesagt, ich sage, warum hast du mir denn noch nicht eher was gesagt? Ja. Ich meine, und dann habe ich aber auch in der Lektüre nachgelesen, dass der schwerste Schritt ja wirklich ist, das den Eltern beizubringen. Ja. Also, dass die Menschen damit wirklich sehr lange hinterm Berg halten. Ja. Und ein großer Überwindungsschritt ist, das mitzuteilen. Mhm. Und ja, aber... Umso erfreulicher, dass er das so gemacht hat. Wie ja, wie reagiert der Vater darauf? Der weiß es alles
jetzt noch gar nicht. Nee, ich bin geschieden. Achso, ihr lebt allein, ihr beiden, also du und dein Sohn. Nein, ich lebe noch mit einem Lebensgefährten, aber der weiß es auch nicht. Ich hoffe, er hört es jetzt auch nicht. ich habe noch mit keinem drüber gesprochen, außer mit meinem Sohn selber. Das war auch schon ein schönes Gespräch gewesen. Ja. Aber es ist ja trotzdem irgendwie... Hat denn dein Sohn schon noch mit irgendjemand anderem, einem Freund oder einer Freundin darüber gesprochen? Ja, vorher mit Freundinnen. Mit Freundinnen. Da habe ich auch gestaunt, ja. Mhm. Er war auch in der Jugendzeit viel mit Mädchen zusammen. Ja. Ich weiß nicht, aber ich habe nie irgendwie Anzeichen. Nee, das muss auch nichts heißen. Es gibt auch solche Heterosocken hinterher, die früher mit Mädchen zusammen waren. Nee, das ist, glaube ich, alles. Ich glaube, es gibt gar keine richtige, klare Richtlinie, wer sich wie wohin entwickelt. Das ist, das habe ich auch gelesen. Ja. Er hat mir dann auch sein Buch da gegeben, dann habe ich da auch mal rumgeschnückert. Heißt der jetzt Coming Out auf dem Englischen, ne? Ja, genau. Ja, und das habe ich durchgelesen und so weiter. Und da bin ich zufrieden, dass ich auch so reagiert habe. Ich meine, er ist ja mein Sohn. Ja, ich würde an deiner Stelle jetzt gar nicht da groß weiter theoretisieren und problematisieren, sondern dir sollte es ja darum gehen, dass dein Sohn glücklich wird. Das ist ja die Hauptsache. So, und wenn dein Sohn auf diesem Wege glücklich wird, dann feuer ihn an, dass er jetzt auch mal ein bisschen rausgeht und vielleicht auch mal einen netten Jungen kennenlernt und sich verliebt und dass auch mal was passiert. Naja, ich glaube, vielleicht jetzt hat er irgendwie Mut jetzt. Ja. Ja, das kann jetzt auch passieren, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Wenn er merkt, dass die Mutter da völlig locker ist und sagt, okay. Und auch so, dass er dann seinen Freund dir vielleicht mal vorstellen kann, wenn es soweit ist und so weiter. Ja, gerne, ne? Habe ich nicht dagegen. Oh, und dann habe ich aber auch noch Angst, was so alles dann so Negatives doch so kommen kann. Ich weiß nicht, ich finde es ja immer ziemlich mutig, dass manche Menschen eine Fahne draußen zu hängen haben, wo man erkennt. Und so weiter. Ich habe da irgendwie Angst, dass er da irgendwie angepöbelt wird oder irgendwie so, wenn es dann doch öffentlich ist oder... Ach was. Wohnt ihr in einem kleinen Ort oder in einer großen Stadt? Nein, in Berlin. In Berlin! Ach du liebe Welt. Halb Berlin ist doch schwul. Also... Nein, dann ist es doch. Ich glaube, wenn ihr jetzt auf einem Dorf wohnen würdet oder in einer kleinen Stadt, ist das heutzutage immer noch ein Problem. Aber in großen Städten wie in Köln oder in Berlin oder in Hamburg, glaube ich, haben gerade auch junge Schwule die beste Voraussetzung, ein ordentliches Leben zu führen. Und der muss ja nicht mit wehenden Fahnen durch Berlin laufen und sagt, hier, ich bin schwul. Das meinen die Heterosexuellen auch nicht. Er soll es ganz normal und ganz selbstverständlich leben. Macht dir keine Sorgen. Sei froh, dass er Vertrauen hat zu dir, dass er es dir gesagt hat und ermutige ihn ganz einfach sein Ding zu machen. Und ich würde auch gar nicht jetzt großartig mehr darüber nachdenken, warum ist das gekommen, wie ist das gekommen und bin ich schuld oder alles Quatsch. Denkt auch kein Mensch darüber nach, wenn jemand heterosexuell ist. Warum bin ich heterosexuell? Mhm. Ne? Ist doch auch Unsinn. Es ist halt so, es ist eine Spielart der menschlichen Sexualität, der eine ist so, der andere so. Manche sind beides und weiß ich was alles. Also ich würde mir da gar keinen Kopf mehr machen. Und jetzt den Rat noch irgendwie geben, seinem Bruder das mitzuteilen und seinem Vater, das ist ja auch immer noch so ein Schritt, kann man ja alles so sukzessive dann wahrscheinlich machen. Ja, das sollte er für sich so entscheiden, wenn er stabil und stark genug ist und willens genug und ich weiß ja nicht, wie das Verhältnis zwischen ihm und seinem Bruder ist. Ist das gut? Sehr gut. Also, dann raus damit. Ja, der wird auch überrascht sein. Also ich weiß nicht, wie er reagieren wird. Und wie ist das Verhältnis zu seinem Vater? Auch sehr gut. Ja, raus damit. Ja, ich glaube, dass du, je mehr er es spricht und je mehr, desto selbstverständlicher wird es für sein Leben. Mhm. Und dann ist es irgendwann, dann weiß er, meine Leute, da ist es eh eingebongt und dann ist es halt alles in Ordnung. Mhm. Na, dann geht's mir jetzt besser. Also, ich habe da gar keine Sorge und der Junge wird schon seinen Weg gehen, bin ich ganz sicher. Na, dann freue ich mich drauf. Ja, dann wünsche ich euch allen alles Gute. Danke, dir auch. Schöne Grüße nach Berlin. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, das ist die letzte Chance. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die dieses so sagen. Die sagen, ich habe die letzte Chance bekommen von einem anderen aus dem und dem Grunde. Oder ich gebe einem anderen die letzte Chance. Oder ich bin in einer Situation, die ist für mich die letzte Chance. Vielleicht beruflich, vielleicht aufgrund einer schweren Krankheit. Ich muss diese Chance jetzt nutzen, sonst schaffe ich es nicht oder sonst geht es vielleicht beruflich völlig bergab. Also wenn ihr morgen darüber mit mir sprechen wollt, über das Thema, das ist die letzte Chance, dann ruft an. Morgen ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de oder schaut mal ins Internet unter www.domian.de. Da steht auch einiges zum Thema. In der Technik heute Nacht war Malte E-Mails. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Nacht, eine gute Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen um 1 Uhr. Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.
Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Istanbul. Der Islamistenführer Metin Kaplan ist nach jahrelanger